Lange Rede, gar keinen Sinn. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Wir haben ja vor einiger Zeit unseren tollen Infiniti QX70 als 3.0 DS vorgestellt und euch das Auto näher gebracht. Und der Witz ist, dass da ja auch bei Instagram viele Händlerkollegen auch geschrieben haben, boah, kriegst du nie wieder los, Schrotter, ja. Also wenn es ein Auto gibt, was wir hätten jetzt in den letzten 2 Monaten 3- oder 4-mal verkaufen können, genau dann dieses. Weil das halt für Preis, Leistung eines, besonders wichtig jetzt, aufpassen, eines der günstigsten 3-Liter Diesel-SUVs mit maximaler Ausstattung ist. Aber es gibt einen Kameraden, der ist noch billiger. Und wie billig, das gucken wir uns jetzt mal an. Kommt mit. Also der ist es nicht. Weil die, leider muss man dazu sagen, Dodge Ram. Das ist auch wirklich, da kann man noch ein Video dazu machen, wenn ihr das wollt. Das ist leider eine Klasse für sich. Diese Autos sind verhältnismäßig teuer, aber für das, was sie bieten oder können, wiederum nicht. Aber um was es jetzt eigentlich geht, ist, tada, Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD. Man kennt ihn, also das Ding ist ja auch im Straßenbild in Europa, keine Ahnung, nie wegzudenken, oder? In jeder Stadt, auf jedem Dorf fährt mindestens einer rum. Ob als Diesel, als 5.7er Hemi, als 3.6er, als SRT. Warum? Zeige ich euch jetzt. Reifen Sie raus. Oh, okay. Wie geht's denn eigentlich auf? Oh nee. Ich wollte gerade sagen, wie geil das Auto ist. So, Julian? Ist er tot? The key is not working. Oh nee. Es geht schon gut los hier. Also vergesst das mit dem Auto, schmeißt es in den Müll. Schnauze jetzt! Was ist denn mit dir? Der Schlüssel hier ist ja aber auch gevögelt worden von vorne bis hinten. Das Auto hat nämlich auch erst 250.000 Kilometer runter. Kühlmittel sieht top aus. 3.0 CAD. Das Schöne und das Besondere an dem Ding ist, früher werkelte hier in seinem Vorgänger, wir blenden jetzt mal ein Bild ein, der hieß glaube ich WJ, werkelt noch ein 3-Liter 6-Zylinder V6 Diesel, den man kennt genau aus Mercedes. Aber irgendwann hat man dann bei Jeep oder beziehungsweise bei Chrysler oder beziehungsweise dann bei Fiat, Chrysler, Alpha und wissen die was alles, wie die Bande hieß, irgendwann gesagt, die Mercedes-Motoren sind ganz schön teuer. Lass uns mal was Eigenes irgendwie hier aus Italien irgendwo ranholen. Und dann hat man sich überlegt, dann könnte man ja eigentlich auch einen eigenen 3-Liter Diesel machen. Mit 6 Töpfen und in dem Fall hier 241 PS mit 550 Newtonmeter. Den gibt es auch mit 190 PS noch, mit ein paar Newtonmeter weniger. Frag mich nicht wie viel, aber sind auf jeden Fall ein paar. Und das Schöne ist, dieses Auto bietet meiner Meinung nach nie bloß ein, ich mache mal noch mal das Häubchen zu. Ich finde, designtechnisch kann man jetzt sagen, was man möchte, ist dieses Auto dafür, dass es schon, ich glaube, das ist jetzt ein 2012er oder 11er. Seit 2010 wird das Ding gebaut, also in Summe schon seit 13 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, wirkt der eigentlich zeitlos modern. Liegt aber auch unter anderem daran, dass dieses Auto, ich glaube, eine Modellpflege 2013 bekommen hat mit einem neuen Getriebe, mit einem 8-Gang ZF-Getriebe drin. Das ist noch 5-Gang hier. Mit einer bisschen anderen Front, anderen Stoßstangen und so ein Käse, aber relativ ähnlich. Und innen drin, die Schaltkulisse ist anders und die Bedienelemente im Cockpit sind anders, also moderner. Und 2017 gab es dann auch, glaube ich, noch mal ein kleines Update. Ansonsten hat man das Ding quasi, ja, bis vor, glaube, 1,5 Jahren oder sowas so noch gebaut. Deswegen finde ich, wenn so ein Auto lange die Produktionszeit mehr oder weniger optisch nur leicht modifiziert übersteht, so wirkt so ein Auto relativ lange frisch. Hat natürlich einen kleinen Nachteil, dass der potenzielle Besitzer des Fahrzeugs weniger Motivation hat zu sagen, brauchen wir nicht mehr den neuen, ne? Ich brauche jetzt mal wieder was für mich, so was Neues. Die Nachbarn sollen immer sehen, dass das neu ist, ne? Mhm. Aber wenn das fast genauso aussieht, sieht ja der Nachbar nicht, dass es neu ist. Man muss eine andere Farbe nehmen, damit er es rafft. Ja, dann sagt er, hast du ihn umverliert. Das Schöne ist aber, dass diese Kisten, du kannst es dir nicht vorstellen, mit einer ziemlich vollen Ausstattung, also die kommen ja von Haus aus schon relativ voll ausgestattet, ja. Also ich meine, es gibt das Ding zwar auch als nackige Mutti mit Matratzen drin und Taschenlampen. Ich glaube, es gab auch mit Taschenlampen. Aber wenn du sagst, du hättest gern Xenon, Leder, Navi, dann geht das wirklich mit einem 3-Liter Diesel, no joke, also Stand heute, schon für irgendwie knapp unter 10.000 Euro los. Für einen 3-Liter Diesel, fahrbereit, am Ende noch mit Panoramadach, wie es in dem Fall ist, ein Overland, mit Anhängerkupplung teilweise noch mal dabei, so zwischen 10 und 12 Mille geht das schon los. Wie sind diese Linien, die Ausstattungslinien? Overland ist? Also Overland, genau. Also es war ein bisschen komplexer bei den, also was heißt komplex? Es gab eigentlich effektiv, glaube ich, 3 so wirkliche Ausstattungslinien. Also Laredo, glaube ich, Limited, Overland und S-Limited.
Später wurde es ja dann durch Summit ersetzt, glaube ich. Bei denen gab es noch als S Limited. Ja, da hast du dann hier so, eigentlich so wie er das jetzt hier hat, hier so schwarz. Eigentlich müsste das ja chrom sein hier. Mhm. Und übrigens, Rost muss er haben. Es ist kein Jeep Grand Cherokee, wenn er keinen Motorhaubenrost hat oder keinen Haubenrost. Hat er das nicht, gehst du bitte wieder. Gut, das ist halt das, was du mitkaufst. Das ist halt eine Aluhaube, die ja rostet von der Sache her, die oxidiert sozusagen. Kannst du nichts dran ändern, ist wie es ist, ist ein Schönheitsfehler. Kannst du alle paar Jubeljahre 400, 500 Euro in die Hand nehmen, die scheiß Haube lackieren lassen. Nach ein paar Jahren sieht es wieder genauso aus. Das ist halt, ich weiß nicht, ob man da Ruhe reinkriegt. Ich habe noch nie von irgendeinem gehört, dass man da Ruhe reinbekommt. Das Besondere aber an dem Auto ist, der ist nämlich relativ schwer geländegängig, der Kollege. Ins Verhältnis zu seinen Mitbewerbern, was Touareg und X5 und GLE und Co. angeht, ist das Ding hier in der Serie, also sprich, wenn du ein Overland bestellst zum Beispiel oder ein S-Limited oder ein Summit oder wie du ihn nennen willst, wie gesagt, ob ein Facelift oder Vor-Facelift, haben die zum Beispiel alle ein höhenverstellbares Luftfahrwerk. Also du kriegst hier wirklich das Ding so hoch georgelt, dass du wirklich eine Wattiefe hast. Das habe ich extra nochmal recherchiert, bis zu 50 cm. Du hast eine Geländeuntersetzung mit dabei ab Werk und du hast zwei Sperren mit dabei. Also du kannst mit dem Ding wirklich theoretisch, wenn man das möchte, ins Gelände fahren, wenn man die richtigen Reifen hat. Und da hat man bei den Amis gesagt, wir machen nicht bloß ein Pseudo-SUV und fressen uns ein paar fette Burger und dicke fette Pommes rein, sondern wir wollen auch wirklich mal den Acker hochfahren oder drüber fahren oder durch den Wald im Zweifel. Und das ist ja schön, wenn man es kann. Und das Interessante ist jetzt, ja, ich habe jetzt wirklich, das, auch in dem Fall hat das Ding 240.000 oder 250.000 Kilometer runter. Der ist dritte Hand, das Scheckheft ist so lala. Ich muss eine Sache, kann ich jetzt schon sagen, ich habe jetzt extra nochmal recherchiert, bei mir ist nämlich persönlich, wir haben wirklich von den Kameraden und von dem Nachfolger mit 250 PS, das Facelift, schon, weiß ich nicht, vielleicht 50 Stück gehandelt in den letzten 10 Jahren, mindestens. Es reicht, glaube ich, nicht, es könnte nur mehr als 50 gewesen sein. Und ich muss ehrlich sagen, toi, 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 wir hatten noch keinen nennenswerten Motorschaden oder Motorschaden oder irgend sowas. Mal irgendein Quatsch hier, Hochdruckpumpe mal kaputt oder sowas oder AGR-Einheit mal defekt, glaube ich, aber ansonsten ist mir da nichts dazu eingefallen. Ich habe wirklich da gesessen, habe so überlegt und überlegt und überlegt und habe so geguckt, was wir so alles an Autos schon hatten und habe überlegt und überlegt und dachte, Tatsache, mir ist nichts eingefallen, was negativ gewesen wäre. Nur das ja. Problem Rost, da hat man mal eine lustige oder eine wilde Reklamation mit dem SRT8, dem Weißen, glaube ich, war das, oder? Da gibt es auch ein Video, ne? Den wir dann wieder abgeholt haben. Ja. Ansonsten hast du halt normalerweise das hier so nicht. Also hier ist eigentlich Chrom drunter, man sieht es auch. Gibt's, ich meine, im Aftermarket-Bereich gibt es für das Auto alles zu kaufen. Also der ist hier auch modifiziert worden. Normalerweise, wie gesagt, müsste vorne eigentlich, das ist ein Overland, oder? Ja. Hat die Patches auf den Sitzen, auf den Ledersitzen, in der Sitzlehne. Normalerweise ist das hier alles Chrom, das hat er sich getauscht. Sieht halt natürlich deutlich ansprechender aus, oder? Ja, cooler und moderner irgendwie. Ja, ich sehe schon, ACC hat er noch mit am Start. Ja. Der hat Luftfahrwerk, der hat das Panoramadach, der hat Big Xenon-Licht. Du hast diverse Geländemodis, die du einstellen kannst auf Schnee, Matsch und weiß der Teufel was alles. Das ist ein intelligenter Allrad, der quasi die Gasannahme reguliert, der dann den Schlupf reguliert, der das Ansprechverhalten reguliert, alles. Also das ist wirklich schon, also muss ich wirklich sagen, Gesamtpaket ist top. Und die Dinger kamen neu irgendwie um die 60 Mücken. Ne? Mhm. Ich bin damals mal beim Klöckner reingelatscht und habe 2015 gedacht, ich schieße mir mal so ein Ding. Dann hat er mir irgendwas mit 900 Euro Rate um die Ohren gehauen. Da habe ich gesagt, danke. Und dann bin ich hier bei den Brüdern reingegangen und habe gefragt, was da irgendwie so eine C-Klasse kostet. Die kam 400. Und dann bin ich aber, glaube ich, bei BMW rausgekommen und habe mein 3er GT geleast für 300 irgendwas Euro. Geil. Ich sag mal, du bist wahrscheinlich um 15 Mücken. Da hast du wahrscheinlich, also wenn man jetzt nicht den billigsten am Markt nimmt, was man natürlich auch machen könnte und auf Risiko fährt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber um 15.000 Euro hast du hier, glaube ich, einen richtig geilen SUV, der auch vor allen Dingen, das ist das, mit das Wichtigste für mich, komm mal her, mega krass viel Platz hat. Gut, der ist jetzt noch in dem Fall wirklich komplett unaufbereitet. Mhm. Also hier hat jetzt noch niemand irgendwas gemacht, so wie der Vorbesitzer das Ding hier einfach abgestellt hat, fertig, ne? So. Hier haben wir noch die ja, Schmutzmatte und ein bisschen. Gut, also. Guck mal, ein richtiges Reserverad. Moin. Cool. Das ist natürlich mal was, oder? Ja, kann der Reifenplatzer kommen, ist dann scheißegal, ne? Ansonsten gibt's Soundsystem, ist meistens von Alpine. Es gab aber auch, glaube ich, gegen Offpreis, je nach Ausstattungslinie, auch ein HNK-Soundsystem. Ey, Alter, das ist die Modellpflege.
ja, ja, ja. Warte mal, hier geht's zu. Das ist ein bisschen. Ja, das ist willkommen. Das ist ein bisschen. Ja. Ja, aber, na, gut, mal, was macht irgendwie mehr Sinn? Ich finde, das macht mehr Sinn, weil du dann einfach nur den machst. Ja, genau, ja. Als hier den hier so. Da fällt der Klappe auf den Kopf. So, weißt du? Ja, genau. Gut, das dauert, ja. Dass dein Bart gewachsen, bis die Klappe zu ist. Ja, dann musst du aufpassen, dass du Weihnachten noch zu Hause feiern kannst. Wollen wir mal horchen, wie er anspringt? Ja, sag mal kurz, was ist der Unterschied? Alter, die ausgesteppten Fußräume. Ja, Wahnsinn! Junge! Ja, also der hauptsächliche Merkmal ist quasi, wir können das dann auch im alten Crunchy Rookie kurz zeigen. Ja. Im SRT haben wir noch einen zu stehen. Oh, das blendet halt ein Bild ein. Ne? Du hast halt die alte Konsole. Ah ja, die sieht aus wie so eine 2.10er-Konsole noch. Mhm. So ein bisschen, weißt du? Und das Navi sieht halt anders aus, das Lenkrad ist nochmal ein bisschen anders. Ne? Okay. Dieses Kombi-Instrument hat nie diesen großen, ich sag mal, diese Hälfte Virtual Cockpit sozusagen. Ich will mal gucken, wie der läuft. Also in dem Fall muss es ja dann in 250 PS sein mit 184 kW. Ne? Aber der ist auch... Ey, was willst du mehr? Kraftstoff niedrig, deswegen geht die Standheizung nicht an. Das machen wir jetzt gleich mal. Wir fahren jetzt mal an die Tankstelle ran, hauen mal ein bisschen Sprit rein, ich will wissen, ob die Standheizung geht. Mhm. Weil dann ist das ein geiles Ding, ey. Ja, mit Overland-Ausstattung, großes Panoramadach. Ja, weißt du, was auch schön ist? Du hast oft das Problem, dass ich hier dieses... So Welt. Ja, oder? Dass ich das Welt hier, dieses Kunstleder oder was auch immer das ist. Ich meine, meistens macht man es heutzutage, ja, bei den meisten Automobilherstellern ist es nicht mal mehr Kunstleder. Dann ist es nur so ein perforiertes... Armaturenoberteil, wo dann einfach eine Naht reingeschossen wird. Ja. Dass es halt aussieht wie Kunstleder. Ne? Das ist schon krass. Man merkt natürlich schon hart, dass der Sitz richtig durchgepupst ist. Also da ist der ist komplett durchgesessen. Geil mit Sitzklima. So Sitzklima, wirklich, ja. Sitzheizung, wenn man mal Sitzheizung an, Lenkradheizung, volle Bude. Hat schon Bluetooth, richtig, ist auch mit am Start, Freisprechrichtung sowieso. Und dann hast du hier die ganzen Verstelleinheiten. Ne? Sand, Schnee, Matsch und steinischer, felsiger Untergrund. Rock, geil. Genau. Hier kannst du einen hoch und runter lassen. Mhm. Gibt auch eine Parkfunktion hier dann schon, wo das sich dann absenkt nochmal. Und dann hast du hier für DVD bzw. CD-Laufwerk. Beheizbarer Außenspiegel, Kamera. Die Ausstattung, ich weiß gar nicht, ob der nicht sogar 360 hat. Nee, oh, die Kamera ist natürlich der Witz. Die geht auf jeden Fall. Ja, gut, die ist wahrscheinlich auch versifft, die müsste man eben mal sauber machen, aber ich glaube, so richtig von der Bildqualität her wird das nicht mehr der Hit werden. Ne? Und wenn du jetzt mal überlegst, mit ein bisschen Liebe und Pflege ist das ein richtig geiler Langstreckenläufer, der für die ganze Familie taugt. Und ich meine, ich glaube, es gab aber, ich glaube, das alte Modell, die konnten 3,5 Tonnen ziehen. Und ich meine aber, dass er hier nur 3,2 oder 3 Tonnen ziehen konnte. Aber viele Leute sagen immer, du sollst mal Preise nennen. Was kosten die Bude dann? Also ich denke mal, dass sich jetzt hier noch ein Facelift draus ergeben hat. Ich war jetzt wirklich... auf dem alten Modell jetzt irgendwie aus. Ich weiß aber nicht warum, aber jetzt fiel es mir auch wieder ein. Die Jungs hatten mir ja Bilder geschickt, da hat ich ja gesehen, dass es ein Facelift ist. Aber sowas liegt wahrscheinlich im Bereich um 13,9, 14,9 im VK, irgendwo sowas. Ich bin auch schon lange nicht mehr so ein Ding gefahren. Wir hatten auch wirklich keinen Quark, auch zwischendurch mal überlegt, ob wir uns den SRT mal holen. Stimmt, das war mal auf der Liste. Richtig, und als wir danach gesucht haben, waren die mir einfach zu teuer. Ja, Lisa will so ein Ding unbedingt mal haben, ne? Ja. Ja, ich verstehe schon, warum. Ist doch alles da. Ich meine, klar, die haben so kleine Verarbeitungsschwierigkeiten, haben die natürlich dann schon mit der Zeit. Ne? Wie zum Beispiel hier, dass ich dann bei den SRT-Modellen hier gerne mal die Carbonleisten löse, was hier in dem Fall jetzt nicht der Fall ist. Hier ist so ein elegantes Nussbraun drin. Mhm. Und ich kann für mich, für meinen Teil nur sagen, klar, du siehst halt jetzt die 250.000 Kilometer ihn hier schon an. Das ist halt glatt wie ein Babypopo hier. Ne? Also das ist ja schon völlig durchgekrabbelt. Das stimmt. Ich finde, der dreht recht hoch. Muss ich jetzt mal so sagen, das fällt mir halt auf. Er ist ja präsent, ne? Ne, ja, er dreht halt bei 1000 Umdrehungen, was auf jeden Fall irgendwie 150, 200 Umdrehungen zu viel ist. Ja. Das müsste man jetzt mal gucken, wenn man den warm fährt, was er da macht. Und wir tanken da jetzt mal ein bisschen was rein, weil den technischen Check hat der, glaube ich, noch gar nicht durchlaufen, der Kamerad hier. Ich meine, der Infiniti war ja auf seine ganz eigene Weise individuell. Und hier in dem Fall wirkt es schon ein bisschen preiswert, das muss man jetzt einfach so sagen. Aber nicht schlecht. Wahrscheinlich fährst du da noch 5 Jahre und dann, wenn du irgendwie verreckt, schiebst du in den Straßengraben, schmeißt einen Schlüssel auf den Beifahrersitz und gehst. Sehr gut. Für mehr Tipps folgt mir auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Ne, Moment, ich kenne wirklich jemanden, der hat immer Dacias mit der Devise gekauft. Dacia Logan. Alter, Einweg-Dacia. Einweg-Dacia. So, aber das ist kein Einweg-Jeep. Ich denke, hier kannst du dich der nächste Urlaub mal dran erfreuen. Willst du das, kannst du das gewährleisten? Normalerweise nie. Das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, ne? Na, also wie willst du ein Auto mit 246.000 Kilometern noch seriös gewährleisten.
das ist wirklich im Zweifel eine Überlegung oder ein Fass ohne Boden im Zweifel, wo du dich hier reinsetzt oder reinstellst. Das wird nie funktionieren, um den Kunden hier glücklich zu machen. Es geht auch darum, dass man irgendwie den Kunden auch abholt und irgendwie glücklich macht. Mhm. Aber wir quatschen zu viel, wir fahren mal eine Runde, oder? Jo. Ich mach mal hier einen Glotzer, wo das Glotzding ist. Und bei meinem Glück ist das jetzt links. Warte mal, wo wetten, dass der Spindler wieder da. Oh nee, oh, echt sinnlos, ist wirklich links. Zuerst das Ding ist rüber, ich tausche jetzt rüber, oder? Ob das noch langt, mal lieber? Können wir noch ein paar Kratzer in den nachlackierungsfreien Lack. Ja, aber das ist ein schönes Perleffekt-Grau oder Metallic-Grau, ne? Wir hauen mal einen 20 rein. Ich hoffe, dass wir aus der Reserve rauskommen. Oder sagen wir mal 25. Da müssen wir auf jeden Fall aus der Reserve raus sein. Aus der Reserve gelockt. Um zu gucken, ob die STH ZG Standheizung auch bekannt funktioniert. Ja, jetzt geht's. Ne? Wenn grün blinkt oder leuchtet, dann scheint alles okay zu sein. Ehrlich jetzt, für die Kohlekunde, brutales Ding. Und ich habe ja, wie gesagt, auch recherchiert nochmal extra, weil mir nichts eingefallen ist, was irgendwie an den Autos Problem, wirklich massiv problembehaftetes Thema sein könnte. Das ist ein Kettenmotor, in dem Fall ist es jetzt natürlich eine 8-Gang-Automatik, die ja meiner Meinung nach echt gut schaltet. Und für eine echt gute Effizienz sorgt. Wollte ich gerade sagen, ist bestimmt auch sehr effizient dann, ne? Definitiv. Ich weiß gar nicht, was das Ding braucht. Aber ich schätze mal, wenn du wahrscheinlich normal fährst, irgendwas um 10 Liter, würde ich schätzen. Mhm. Ich finde das auch cool, dass es halt so ein, sag mal, so ein Teil virtuelles Cockpit ist. Mhm. Ist schon sehr modern halt. Ne? Ja, relativ modern, wird er dann hier auch so durchwählt. Ja. Genau, der hat auf die letzten 1677 Kilometer 8,9 Liter gebraucht. Das ist echt okay, ne, für 250 PS. Ja, und auf die letzten 7000 auch 8,9. Ja, da braucht er also immer 8,9. Das ist also egal. Wahrscheinlich ist das Ende. Fährst, das ist einfach Ende, mehr geht nicht. Nee, der ist kodiert auf 8,9, da kann nur das dann sein. Nee, aber es ist okay. Ich meine, am Ende des Tages hast du hier Totwinkel mit drin. Du hast alles elektrisch. Lenksäule ist, glaube ich, sogar auch elektrisch. Bingo. Das geht sogar auch noch. Geiles Reiseauto hier. Die gibt es ja wahrscheinlich auch noch mit viel mehr Kilometern im Netz, oder? Also die können ja... Also ich habe die höchsten Kilometerstände, die ich gefunden habe, waren 380.000. Ja, okay. Also da geht noch was. Da geht, ich denke, ist schwer einzuschätzen. Also wenn du den jetzt wirklich auf der mehr oder weniger auf der Langstrecke einsetzt, den Ölwechsel dabei, ich glaube, der ist alle 20.000 und alle 2 Jahre, glaube ich. Oder immer im Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es waren 2 Jahre. Mhm. Vielleicht sogar verkürzt auf 15.000 und vielleicht immer im Jahr. Mit einem gescheiten Öl drin und einem Filter mit wechselst und so weiter, vernünftig fährst, dann wird das Ding wahrscheinlich, ich will jetzt nicht auf den Schlamm hauen, aber ich könnte mir vorstellen, schon nochmal 100.000 fahren. Normalerweise könnte das nochmal ein Endkunde fahren. Ja. Wofür ist das Auto optimal? Zum Anhängerbetrieb? Irgendwas zum Ziehen? Mhm. Für jemanden, der sagt, du, ich muss immer über den Feldweg oder große Hunde oder sonst was transportieren. Und du hast halt einfach ein geiles Auto, mit dem du noch nicht mal scheiße aussiehst, wenn du vom Kindergarten vorfährst. Weißt du? Das stimmt. Ich meine, die Kilometer, die stehen ja nie auf der Frontscheibe. Funktioniert, er fährt geradeaus, er bremst ordentlich, er hat Leistung, er schaltet sauber, er ruckt nie, er zuckt nie. Es geht keine Lampe an, er fängt nie komisch an zu rusen oder zu qualmen oder riecht komisch. Ja, stimmt halt wirklich. Ne? Es ist halt, das sieht vielleicht immer komisch aus, wenn der Händler so drin sitzt, ne? Ja. Bei dem Auto, was er verkaufen will, ja. Und sagt, das fährt ja wie neu. Ja, ja, ich verkaufe sowieso einen Endkunden, ist mir also völlig egal, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, aber unterm Strich. Das stimmt halt wirklich, fährt wirklich gut. Ne? Also, ich kann wirklich nur Werbung machen für das Auto. Mhm. Wenn du ein SUV, wenn du jetzt auf dem Kanal gelandet bist und suchst irgendwie ein SUV und denkst, scheiße, ich brauche irgendwie was zum Anhänger ziehen und mal die Hunde einladen und dann muss ich mit meinen Kindern auch mal irgendwelchen Ramsch durch die Gegend fahren und dann habe ich ein großes Haus, muss man einen Anhänger dranhängen oder einen Wohnanhänger. Ja. Oder unter Pferd. Anderem geht Pferd. Natürlich. Pferd. Ja. Da hat er dann 251 PS, wenn du ein Pferd dranhängst. Ach ja, stimmt. Ne? Macht Sinn, ne? Und wenn du 2 dranhängst, dann hast du wie viel PS? 200. Oh. Und 52. Ist das dann eigentlich ohne Leistungssteigerung, die illegal ist? Ist das wäre lustig, ja. Das wenn du angehalten bist von dem PS. Ich hab die Leistungssteigerung. Nochmal probieren. Zuckt, merkst du es, die Vibration, wenn es Drehmoment aufbaut? Ja. Da, ich weiß nicht, ob da eine Drehmomentstütze kaputt ist. Jetzt. Ja, jetzt. Ja. Im Anzug, ne? Kurzes Vibrieren. Ja. Kann aber auch eine ausgelutschte Hardy-Scheibe sein oder irgendein Käse, weil oben raus macht das dann wieder nicht mehr. Also wenn da sich dann sind. Ja, nur in einem gewissen Lastbereich, ne? So. Einen gewissen Teillastbereich, das ist natürlich mal Volllast. Aber sonst motormäßig top. Getriebe schaltet sauber, bis auf diese eine kleine Vibration. Ansonsten, das ist ähnliche Haar in der Suppe. Mhm. Das einzige Haar, der Rest ist einfach Abnutzung und Verschleiß. Und bevor ich mich hier weiter ein Video abnutze, verabschieden wir uns jetzt besser, bevor es langweilig wird und sinnlos und ich noch mehr Blödsinn quatsche. Wir verabscheuen uns. Wir verabscheuen uns, außerdem ist sowieso gleich dunkel. Ich gehe mir jetzt noch ein paar Doppelpacker angucken, die ich vielleicht kaufen will. Auch schon wieder? Na, in der Tiefgarage, mein Freund. Ach so, gut, na dann geht's. Stehen die weit genug weg von der Wand?
Ja. Also an der Stelle viel Spaß und Peace. Oder? Nee, Victory. Das ist Victory, oder? Gibt es einen Unterschied? Ich weiß nicht. War da irgendwie ein Unterschied, ob so oder so? Oh, nee. Oder hier. Hm? Okay, gut. Du kannst aufhören zu filmen, Julian. Das kommt nicht mehr gescheit. Gut, okay, gut, dann mach ich das jetzt. Das wird nur noch Blödsinn. Gut, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich den Faden verloren, ne? Warte, ich guck kurz, wo ist. Hast du? Warte, ich habe hier bestimmt irgendwo in meiner Jacke. Hier ist er schon. Da ist er! Ja! Treifen Sie raus. Oh, okay. Wie geht's denn eigentlich auf? Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, wie geil das Auto ist. So, Julian? Ist er tot? The key is not working. Oh, nee. Es geht schon gut los hier. Also, vergesst das mit dem Auto, schmeißt es in den Müll. Weil ich möchte gerne wissen, ob die nachgerüstete Ebersbecher-Standheizung überhaupt funktioniert. Ja, ja. Das klingt wie Seitenbacher. Seitenbacher Müsli. Bevor wir jetzt hier auf große Fahrt gehen, anschnallen und Schnauze halten. Nicht vergessen, Kippe aus, anschnallen, Fresse halten. Also war deine Sitzheizung an oder aus? Ja, die war an, aber die geht nicht wirklich. Also hier vorne merkt man es. Also das Lenkrad wird dafür richtig warm. Na, dann geht's, dann setz ich mich aufs Lenkrad. Ja, setz oh Mann, ey. Klar, mit der Farbe, finde ich, wirkt das sowieso noch mal relativ modern, weil das halt das stimmt. Eine Farbe ist, die ja sehr up-to-date ist und irgendwie so ein dezentes Grau. Mhm. Ne? Also ein schön fröhliches zeitloses Grau. Zeitloses, motiviertes Grau. Ja. Jetzt! Der braucht immer ein bisschen. Der muss erstmal kurz. Willst du mich jetzt verstellen? Echt jetzt? Oh, ich hab gar keinen Bock. Wirklich? Bist du sicher? Wirklich? Ja, ich will jetzt! Okay, gut. Na gut, wenn es sein muss, ausnahmsweise.